Das kostenlose Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 und dann weiter auf Windows 11, das funktioniert auch noch im Jahr 2023. Und das zeige ich mal in diesem Video. Wenn ihr noch einen PC habt mit Windows 7 drauf, ganz egal, ob das ein Gaming-PC ist, ein Desktop-PC oder auch ein Laptop, Gaming-Laptop oder ein Notebook, wo Windows 7 eben drauf läuft und aktiviert ist, dann könnt ihr auch kostenlos upgraden auf Windows 10 und dann auch weiter auf Windows 11. Und das ist immer noch kostenlos im Jahr 2023 und funktioniert auch noch. Das geht super einfach. Da braucht man auch keine Tools. Um diese Upgrades zu installieren, da braucht man nur einen leeren USB-Stick. Sonst braucht man da nichts. Die ganze Software, die kann man sich bei Microsoft runterladen. Da braucht man keine Skripte oder sowas. Und das ist auch vollkommen legal. Geht super einfach auf jedem PC. Das kann auch jeder. Und da zeige ich jetzt mal in diesem Video, wie das genau funktioniert. Der PC, der jetzt hier läuft, den man jetzt hier sieht, das ist der grüne PC auf der rechten Seite. Da ist Windows 7 drauf, Windows 7 Professional, das geht aber auch mit Windows 7 Home, das ist ganz egal. Man braucht eben hier eine Internetverbindung, die ist hier da und Windows muss hier aktiviert sein. Und das ist ja meistens der Fall. Und ich kann hier ins Netz gehen und kann mir eben die entsprechenden Sachen runterladen. Bisher war das ja so gewesen, dass man eben von Windows 7 auf Windows 10 upgraden konnte. Ganz einfach, indem man sich das Media Creation Tool runtergeladen hat. Und hier Seite tooltime.de blende ich hier oben mal ein. Da könnt ihr draufklicken, den Link. Da kann man hier einfach auf Windows 10 herunterladen, draufklicken und bekommt dann hier die Seite von Microsoft angezeigt. Und da kann ich mir eben das Tool jetzt runterladen. Das ist eben das Media Creation Tool. Und da hat Microsoft aber eine Änderung vorgenommen. Das klappt so direkt nicht mehr. Das hier, das ist das runtergeladene Tool von Microsoft Media Creation Tool Version 22H2. Das ist ja die aktuelle Windows 10 Version. Da klicke ich mal drauf und versuche das hier unter Windows 7 zu starten. Und da kriege ich aber nur diese Fehlermeldungen angezeigt. Und das hier ist die Fehlermeldung 0x80072F8F und dann hinten dran nochmal was. Und das geht hier an dieser Stelle nicht weiter. Warum ist das so? Weil eben Microsoft die Verschlüsselung geändert hat. Viele, die das Video jetzt hier schauen, die haben wahrscheinlich das auch schon versucht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese hier, wie man das jetzt hier auf der Seite bei Tooltimepedia beschrieben sieht, wie man das wegbekommt. Da muss man Änderungen am Windows 7 machen. Und da muss man Updates installieren. Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Allerdings ist das natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich habe hier noch eine Möglichkeit gefunden, da ist es viel einfacher. Und da muss man nichts ändern, da muss man nichts speziell hier an Updates runterladen. Da kann man das Windows 7 so lassen, wie es ist. An dieser Stelle kommt jetzt der USB-Stick ins Spiel und das ist ein leerer USB-Stick und ich habe jetzt hier mal den Rechner gewechselt, also der Monitor, den man jetzt hier sieht in der Mitte, der war eben an diesen Windows 7 Rechner angeschlossen, jetzt hier an diesen linken Rechner, da läuft Windows 11 drauf, geht aber auch mit Windows 10. Da habe ich mir nämlich eben das Media Creation Tool runtergeladen für Windows 10 und das kann ich natürlich hier starten, weil Windows 10 und Windows 11 die Verschlüsselung unterstützen, die Microsoft hier voraussetzt. Ich habe hier einen leeren USB-Stick und dann kann ich mir einfach so ein Media Creation Tool USB-Stick installieren auf einem anderen Rechner oder eben auf einem anderen Notebook. Hier eben der andere Rechner, da läuft eben Windows 11 hier im Hintergrund und das könnt ihr ja auch machen auf einem anderen Rechner, bei einem Bekannten, bei einem Freund auf der Arbeit. Und hier habe ich das Media Creation Tool geöffnet für Windows 10, sieht man hier oben und da erstelle ich mir jetzt hier einen USB-Stick, der eben Windows 10 installieren kann. So sieht das aus. Wie möchten Sie vorgehen, jetzt Upgrade für diesen PC ausführen? Nein, möchte man natürlich nicht. Das Betriebssystem auf dem Drittrechner, das soll so erhalten bleiben. Ich möchte hier einen USB-Speicher-Stick erstellen mit Windows 10 drauf. Und da habe ich jetzt hier auch die entsprechenden Versionen. Deutsch Windows 10 64-Bit. Und man kann das hier so anklicken, kann hier entsprechende Einstellungen vornehmen. Windows 10 gibt es ja noch in 32-Bit, ist aber natürlich veraltet. Und genau so soll das sein. Und da klicke ich hier auf Weiter. Dann habe ich hier den USB-Speicherstick und da klicke ich auch wieder auf Weiter. Und das ist der Stick, den habe ich jetzt hier in den Rechner links reingesteckt. Und dann kann ich das Ganze hier unten mit starten. Klicke ich dann auf Weiter. Und dann wird der Stick, der jetzt hier oben drin steckt, gelöscht und da wird eben Windows 10 drauf kopiert und mit diesem Stick kann ich dann gleich Windows 10 auf meinem Rechner hier rechts installieren. Wenn ihr keinen USB-Stick habt und das unbedingt online ausführen möchtet, ohne eben so einen Installationsstick zu benutzen, dann könnt ihr auch eben diesen Fehler bei Windows 7 wegbekommen. Das funktioniert so wie in diesem Video zu sehen. Link blende ich hier oben mal ein und das ist eben Windows Upgrade Fehler 0x80072F8F.
Und da gibt es einen Fix für, ist aber ein bisschen aufwendiger. Also die Methode, die man jetzt in diesem Video sieht, ist einfacher. Der USB-Stick mit Windows 10 drauf, der ist jetzt fertig, der mit dem Media Creation Tool erstellt wurde. Und den stecke ich jetzt hier in den Rechner rein, wo Windows 7 eben drauf ist. Und ich kann jetzt über diesen USB-Stick hier Windows 10 auf dem Windows 7 installieren. Das hier, das ist jetzt der Inhalt von dem USB-Stick. Da sind nicht viel Ordner drauf. Boot, EFI, Sources, Support. Dann hier noch Autorun und dann Setup. Und Setup ist eben hier die wichtigste Datei. Die rufe ich hier auf und da kann ich jetzt eben das Upgrade starten. Windows 10 installieren. Das Fenster hier, das mache ich mal ein bisschen kleiner. Und der Rechner, der ist jetzt offline. Ich habe das Netzwerkkabel rausgezogen. Das ist aber natürlich immer ganz unterschiedlich. Aber wenn man eben Offline-Updates macht, dann ist man eben sicher, dass die Dateien, die auf dem Stick sind, verwendet werden. Und Updates kann man sie eben später runterladen. Ich klicke einfach hier unten auf Weiter und dann wird der PC überprüft. Da habe ich jetzt hier die Lizenzbedingungen, die da eingeblendet werden. Die muss man natürlich akzeptieren. Windows 10 Setup hat den PC überprüft, ob da genug Platz auf der SSD ist. Und hier wird dann angezeigt, was gemacht wird. Windows 10 Pro installieren. Und hier dann persönliche Dateien und Apps werden beibehalten. Das kann man hier auch ändern. Da kann man hier angeben, nur persönliche Dateien beibehalten, nichts beibehalten. Ich lasse das einfach so, wie es ist. Wenn das alles hier so okay ist, klickt man hier unten auf Installieren. Dann kriegt man dann dieses Fenster angezeigt. Windows 10 wird installiert. Ihr PC startet einige Male neu, was eine Weile dauern kann in der Tat. Also das hängt natürlich ganz vom Prozessor ab. Das sieht jetzt so aus, als sei der Rechner blockiert und nur Windows 10 wird installiert. Das ist aber nicht richtig. Ich kann hier unten zum Beispiel auf die Windows-Taste drücken und da habe ich hier wieder meine Menüs, kann hier auch Programme starten. Das sollte man natürlich im Hintergrund jetzt nicht machen und man sollte das einfach so installieren lassen. Ganz wichtig natürlich, alle Programme beenden, die vorher darauf liefen, also alle Browser beenden und auch eben alle Virenscanner, wenn vorhanden, beenden und auch sonstige Programme. Da kann ich bei diesem Rechner einfach mir mit Alt-Tab anzeigen lassen, was da noch so läuft. Da sehe ich dann hier das Windows 10 Setup, was man hier sieht. Dann hier nochmal so ein USB-Stick, das ist aber harmlos, das kann ich hier beenden. Desktop, gut, das kann ich natürlich nicht beenden. Und ich sehe hier unten aber, da laufen sonst keine anderen Sachen. Im Hintergrund eben gerade keine Virenscanner oder sonstige Optimierungsprogramme zum Beispiel, die eben das Update stören könnten. Dieser Rechner hier, der ist eben jetzt offline und ich habe das Netzwerkkabel rausgezogen, was eben auch den Vorteil hat, dass auch keine anderen Programme im Hintergrund, auch das Windows 7 selber nicht, irgendwelche Updates runterladen und gleichzeitig installieren kann. Der Rechner hat sich jetzt neu gestartet nach ungefähr so 5 bis 10 Minuten. Der Rechner ist noch ein paar Mal neu gestartet und jetzt komme ich hier an diesen Punkt, wo ich hier meine Informationen eingeben muss, wie ich das einrichten möchte. Mein Gerät suchen, da klicke ich eigentlich immer auf den zweiten Punkt. Das ist eigentlich die datenschutzfreundliche Einstellung oder zumindest die datenschutzfreundlichste. Und schon fertig. Windows 10 ist installiert. Das Ganze hat jetzt hier keine 20 Minuten gedauert. Das ging hier super schnell. Hier unten rechts erste Schritte. Hier oben ist meine alte Firefox-App drauf. Und ich klicke das mal weg. Den USB-Stick, den kann ich hier auswerfen. Den brauche ich nicht mehr. Den kann ich jetzt hier rausziehen. Und jetzt kann ich online gehen und die Updates runterladen. Das Netzwerkkabel, das stecke ich hier hinten wieder in den Rechner rein. Da sieht man hier unten, dass da Updates, Programme und Einrichtungen runtergeladen werden. Und ich gehe hier mal in die Einstellungen von Windows 10 mit der Windows- und der I-Taste und klicke hier unten mal auf Update und Sicherheit. Und da kann ich mir jetzt eben Updates runterladen. Da kriege ich direkt mal Windows 11 angeboten. Möchte ich hier an dieser Stelle nicht. Okay, und da sieht man, da wurde automatisch jetzt der Grafiktreiber runtergeladen, hat sich alles wieder zurückgesetzt und ich klicke hier oben auf Nach Update suchen. Installiert wurde hier die Version Windows 10 22 H2 und hier habe ich dann die Updates, die so in den letzten Wochen dann rauskamen und die werden jetzt hier runtergeladen und da muss man teilweise nochmal aktiv auf Update suchen, Updates installieren klicken, also auf dieses Fenster hier immer mal ein Auge haben. Und ich gucke mal hier nach der Aktivierung hier links und ich hatte ja vorher Windows 7 Professional drauf und habe jetzt automatisch auch eine Windows 10 Professional Lizenz bekommen. Das hier ist eine digitale Lizenz, das heißt, die wird gespeichert auf dem Server von Microsoft
Und da habe ich auch keine Möglichkeit, eben mir die Nummer oder den Lizenz-Key anzuschauen. Das ist eben alles online gespeichert, verknüpft eben mit diesem Rechner, genauer mit dem Mainboard. Die Updates, die werden jetzt hier runtergeladen und ich gucke mal, ob hier online auch funktioniert. Und das ist eben der Firefox, den ich eben unter Windows 7 noch installiert und eben auch benutzt hatte. Und sieh da, das funktioniert auch alles. Also hier kann ich jetzt mit ins Internet. Windows 10 hat sich jetzt prima hier installiert. Alle Updates sind installiert und die digitale Lizenz ist auch da. Und jetzt kann ich upgraden auf Windows 11. Auch auf diesem Rechner hier, der offiziell nicht von Windows 11 unterstützt wird. Das ist gar kein Problem, solange er eben schnell genug ist. Und das ist ja ein Core i5 hier zum Beispiel, hat man ja vorhin gesehen. Und der ist schnell genug. Und das zeige ich jetzt auch mal. Das geht super einfach. Da rufe ich hier die Seite tooltime.de auf. Und den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da kann ich mir hier bei Microsoft Windows 11 runterladen. Da klicke ich drauf und kann hier die ISO runterladen von Windows 11. Habe ich dann verschiedene Optionen. Einmal den Installationsassistent von Windows 11, den brauche ich aber nicht. Der würde hier eh nicht drauf funktionieren auf diesem PC, weil der ja offiziell Windows 11 nicht unterstützt. Dann kann ich hier Installationsmedien für Windows 11 erstellen. Möchte ich auch nicht. Ich möchte hier herunterladen eines Windows 11 Datenträger Images ISO. Ich möchte diese ISO-Datei und da klicke ich hier auf Windows 11 drauf. Dann klicke ich auf Herunterladen und dann muss ich mir hier noch aussuchen, welche Sprache. Das ist hier Deutsch. Klicke ich auf Bestätigen. Dann hier die Bittigkeit sozusagen 32-Bit oder 64-Bit. Windows 11 gibt es nur als 64-Bit und da klicke ich dann hier auch drauf und sehe dann hier im Firefox oben rechts Windows 11 22H2 wird runtergeladen. German, also Deutsch 64-Bit. Und das Ganze hier sind ungefähr 5,2 Gigabyte. 7 Minuten verbleiben, also man kann damit 10 Minuten runterladen rechnen. Windows 11 auf einem Rechner zu installieren, der offiziell nicht für Windows 11 geeignet ist, da gibt es natürlich verschiedene Methoden und da habe ich auch verschiedene Videos zu gemacht, auch zu verschiedenen Problemstellungen, wenn es bei euch nicht klappen sollte. Und das blende ich hier oben mal ein, die Playlist. Und da seht ihr eben verschiedene Videos. Und wenn das bei euch irgendwie nicht klappt, versucht es mal mit einer anderen Methode. Findet ihr auch alle unten eben in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren. Die Windows 11 ISO-Datei, die ist fertig runtergeladen. Die habe ich jetzt hier im Download-Ordner Win11 22H2. Und um das jetzt hier zu installieren, brauche ich wieder meinen USB-Stick mit Windows 10 drauf, den ich mir eben erstellt habe. Und den stecke ich hier wieder in den Rechner rein. Der wurde erkannt und als nächstes erstelle ich einen Ordner hier auf dem Desktop, rechte Maustaste hier irgendwo ins Desktop, dann neu und dann einen Ordner. Und ich nenne diesen Ordner einfach mal Win11 installieren. Und so heißt er dann. Und da kopiere ich jetzt den Inhalt von dem USB-Stick rein mit dem Windows 10. Und ich sehe hier Laufwerk D, da ist er dann hier. Und mit Steuerung A markiere ich da alle Dateien. Und dann kopiere ich die hier so rüber. Und die werden jetzt hier in den Ordner auf dem Desktop drauf kopiert, der da heißt Win11 installieren. Ist aber ganz egal, den kann man auch ganz anders nennen. Der komplette Inhalt des Windows 10 USB-Installationssticks, den ich eben erstellt hatte, der wird jetzt hier reinkopiert in den Ordner Win11 inst und das dauert ein paar Minuten. Ist fertig. Den USB-Stick, den brauche ich nicht mehr. Den kann ich jetzt hier auswerfen und kann den hier hinten aus dem Rechner rausziehen. Ich gucke mir jetzt mal den Ordner an, Win11 inst und da ist ja in Wirklichkeit Windows 10 drin. Und ich mache das hier mal so. Da ist auch wieder hier BootFI, Sources, Support und so weiter. Ich öffne mal den Ordner Sources. Das schaue ich mir mal an und da gucke ich mal hier nach der Größe der Dateien. Und da ist eine Datei besonders groß. Das ist die install.esd. Da ist das Windows 10 drin und das Windows 10 habe ich ja schon installiert. Das möchte ich nicht mehr installieren. Ich möchte ja Windows 11 installieren. Und um eben die Systemanforderungen zu umgehen, benutze ich aber den Installer von Windows 10 und lösche hier die install.esd. Rechte Maustaste. Dann klicke ich hier auf Löschen drauf. Und die kann weg. Die brauche ich nicht mehr. Und jetzt habe ich sozusagen eine Hülle. Und da kopiere ich jetzt das Windows 11 rein aus der ISO, die ich mir da vorhin runtergeladen habe. Das ist dann diese ISO hier, Win11 22H2. Bei euch kann das natürlich dann anders heißen. Rechte Maustaste klicke ich drauf und dann gibt es hier oben den Punkt Bereitstellen. Und diesen Punkt Bereitstellen, den gibt es nur bei Windows 11 oder eben bei Windows 10 22H2, wenn es den
Punkt bei euch nicht gibt, dann habt ihr noch ein älteres Windows 10 21H1 zum Beispiel, das konnte das nicht. Und dann solltet ihr euer Windows 10 eben upgraden auf Windows 10 22H2. Jetzt habe ich ein neues Laufwerk, zumindest ein neues virtuelles Laufwerk. Ich verschiebe das mal hier so ein bisschen. Das ist das Laufwerk D. Das heißt hier CCCOMA x64 und so weiter und so fort. Und das ist eben jetzt hier Windows 11. Und wenn man sich das anschaut, das sieht ungefähr genauso aus von der Struktur her wie das Windows 10. Boot, EFI, Sources, Support und so weiter. Und da gehe ich mal in den Ordner Sources rein und sortiere das Ganze nach Größe. Dann sehe ich hier oben eine Datei, die heißt install.vim. Und diese Datei install.vim, die ist ungefähr 4,7 GB groß. Und hier in dieser Datei, da ist tatsächlich jetzt das Windows 11 drin. Und die Datei, ich verschiebe das mal, die kopiere ich hier rüber in den Ordner, den ich angelegt habe. Und hier steht dann jetzt nach Sources kopieren. Genauso soll das sein. Und dann wird die Datei hier rein kopiert, eben in den Ordner Win11 Inst, den ich mir auf dem Desktop angelegt habe. Und fertig kopiert. Ich nehme hier das virtuelle Laufwerk DVD-Laufwerk D. Das brauche ich nicht mehr. Ich klicke mit der rechten Maustaste drauf, klicke hier auf Auswerfen. Da wird natürlich nichts wirklich ausgeworfen. Das ist ja alles hier nur virtuell. Und hier kann ich mir jetzt den Ordner angucken. Win11 Inst. Und das ist eben dieser Ordner hier auf der linken Seite. Wie gesagt, der kann auch anders benannt werden, das ist ganz egal. Und da habe ich jetzt eben die Install-ESD von Windows 10 ausgetauscht gegen die Install.vim von Windows 11. Und das Setup-Programm selber, was eben hier drin ist, das ist aber nach wie vor eben noch das Setup-Programm von Windows 10. Und das kontrolliert ja eben nicht auf Systemanforderungen, auf Prozessor oder auf TPM oder auf Secure Boot. Das installiert ja das Windows ganz normal. Zum Installieren ziehe ich auch hier das Netzwerkkabel raus und das Ganze soll sich hier offline installieren von der SSD. Da schaue ich mir das Ganze mal als Symbole an und so sieht jetzt mein Ordner aus, den ich hier erstellt habe. Eben, das ist eben hier eine Mischung aus Windows 11 und Windows 10. Windows 11 ist eben das Windows selber und der Setup-Prozess selber, der ist eben von Windows 10. Ich starte auch wieder die Setup-Datei, die ich vorhin auch schon gestartet hatte, beim Upgrade von Windows 7 auf Windows 10. Und dann steht jetzt hier Windows 10 installieren. Das ist natürlich hier nicht richtig, sondern da wird ja gleich Windows 11 installiert. Das weiß aber natürlich das Setup-Programm nicht. Ich klicke hier auf Weiter hier im Hintergrund. Das kann ich mal kleiner machen, damit man das hier ein bisschen besser sieht. PC wird überprüft. Diese Überprüfung, die da stattfindet, das beschränkt sich aber eben auf den freien Speicher auf der SSD oder auf eurer Festplatte. Hier die Lizenzbedingungen muss ich wieder akzeptieren. Und dann kommt dann dieses Fenster und das ist sehr interessant. Wenn man oben schaut, steht hier Windows 10 Setup und unten drunter steht dann hier Windows 11 Pro installieren. Das ist vollkommen richtig und persönliche Dateien und Apps behalten. Auch richtig kann man eben hier ändern, genauso wie beim Setup von Windows 10. Und ich klicke hier unten auf Installieren. Man muss natürlich dann auch sicherstellen, dass da genug freier Speicher vorhanden ist. Also so 30 GB sollten schon auf der SSD oder eben auf der Festplatte frei sein. Hier oben steht dann Windows 10 wird installiert. Das ist natürlich nicht richtig. Es wird ja Windows 11 installiert. Und ganz besonders wichtig hier auch wieder, dass alle Programme im Hintergrund beendet sind. Alle Virenscanner, alle System Tuner oder sowas. Systemprogramme auf jeden Fall. Druckertreiber, ganz wichtig, auch beenden. Und dann kann man das Ganze hier starten. Auch von Vorteil, wenn man eben sein Windows 10 vorher mal neu startet und eben auch alle Updates installiert hat, dass man wirklich Windows 10 22H2 hat, alle Sicherheitsupdates installiert hat und so weiter. Wenn man eben eine alte Windows 10 Version benutzt, die eben so 4 Jahre alt ist, dann kann sein, dass das hier nicht richtig funktioniert oder dass es danach Probleme gibt. Auch hier sieht man wieder, da kann ich theoretisch im Hintergrund weiterarbeiten. Also hier habe ich Windows 10, was im Hintergrund noch läuft. Und ich kann das hier wieder wegmachen. Das ist quasi nur ein Fenster. Ganz wichtig ist eben, ich habe hier unten mein Netzwerkkabel liegen, dass auch hier im Hintergrund keine Updates zum Beispiel runtergeladen werden von Windows oder irgendwelchen anderen Programmen, die eben der Installation hier in die Quere kommen können. Wieder neu gestartet und da sieht man schon jetzt hier Windows 11 am Windows 11 Logo und hier unten auch der Kreis. Früher waren das ja die Punkte, jetzt ist es ja hier so ein Halbkreis. Und fertig installiert. Windows 11 ist auf dem Rechner drauf. Ich wurde da auch jetzt nichts gefragt.
nach irgendwelchen Datenschutzeinstellungen und ich stecke hier das Netzwerkkabel auch direkt jetzt rein und kriege das hier entsprechend angezeigt und jetzt bin ich online. Ich schaue mal, was hier installiert wurde und ob das auch aktiviert wurde und bin hier in den Windows-Einstellungen drin. Hier unten Info und da habe ich hier einen PC, das ist ein Intel Core i5 2500, also schon bestimmt 10 Jahre alt, hat aber 16 GB RAM, läuft auch richtig gut. 64-Bit ist hier installiert und zwar Windows 11 Professional 22H2, installiert am 9.01.23, das ist heute. Und hier unten kann ich gucken bei Product Key und Aktivierung. Klicke ich mal drauf, ist also aktiv. Also das hat alles wunderbar geklappt. Ich schaue mal bei Downloads, klicke ich hier mal drauf. Da ist eben noch mein Windows 11 ISO. Das belegt ja 5 GB. Das brauche ich nicht mehr. Das kann ich hier einfach löschen. Und hier den Ordner Win11 installieren. Das kann ich auch löschen. Rechte Maustaste. Und dann kann der auch weg. Die brauche ich also nicht mehr. Dann habe ich auch hier wieder 10 GB freigegeben. Ich gucke nochmal nach den Updates, nach den Windows 10 Updates hier in den Einstellungen. Und da scrolle ich hier nach unten. Windows Update. Und hier nach Updates suchen. Und bisher war es immer so gewesen, dass aber auch Systeme, die offiziell nicht unterstützt wurden, Updates bekommen haben. Und hier auch. Und hier werden Updates dann entsprechend runtergeladen und installiert. Wenn ihr bei Windows 10 oder Windows 11 noch Funktionen vermisst, dann schaut mal dieses Video. Den Link blende ich hier oben ein. Findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da werden 10 Tools vorgestellt, die man bei Windows 10 und bei Windows 11 einsetzen kann, die man wirklich haben muss, die eben Windows so erweitern, dass man es auch richtig benutzen kann. Schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Playlists mit Videos zu Windows 10 und zu Windows 11 hier. Zum Beispiel die Windows 11 Playliste. Da gibt es über 50 Videos zum Thema Windows 11, wie man Windows 11 optimiert, wie man Windows 11 einstellt oder wie man es installiert, auch auf nicht unterstützter Hardware. Da gibt es eben noch Alternativen zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt oder eigene Erfahrungen mit dem Update von Windows 7 auf Windows 10 auf Windows 11, dann schreibt es unten in die Kommentare. Das interessiert mich auf jeden Fall und andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Besucht mal die Seite tooltime.de, das ist diese hier auf tooltime.de, findet über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man seinen Rechner repariert, wie man Notebooks auseinanderschraubt, Drucker auseinanderschraubt und repariert. Da findet ihr auch Videos, wie man Windows 10 schneller macht, Windows 11, wie man Linux installiert und viele andere Tipps und Tricks. Besucht mal die Seite Tooltimepedia. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten. Da findet ihr Mainboards, da findet ihr Mäuse, da findet ihr PC-Spiele. Da gibt es PC-Systeme, Prozessoren, was die damals konnten, was die damals gekostet haben und was man heute noch mitmachen kann. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.